Der Paul hat mich gefragt, wie ist es im Großraumbüro zu arbeiten? Und die Frage ist deswegen auch für alle spannend, weil natürlich viele Trader alleine zu Hause sitzen, vor ihren Monitoren, vor ihrer Software, mit ihren Gefühlen alleine sind. Und da ist es vielleicht interessant, sich irgendwann einen Partner oder ein Team dazu zu holen. Im Großraumbüro ist es natürlich anders. Da arbeitest du mit vielen Kollegen zusammen. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile. Also die Frage, wie ist es im Großraumbüro zu arbeiten und was kannst du für dein Trading vielleicht auch rausnehmen? Ich habe in zwei Großraumbüros gearbeitet. Einmal 2006, da war ich ja ein halbes Jahr an der Börse in Stuttgart bei der EUWAX, habe als Händler gearbeitet. Da ist es klassisch, wie man es im Fernsehen sieht. 8 Monitore, es ist laut, es wird auch mal geschrien. Man sitzt in diesen Händlerreihen, man ist sehr dicht beieinander. Man hört ständig das Telefon klingeln oder den Sound, wenn eine Order ausgeführt ist. Da ist der Großraum weniger zum Austausch gedacht, weil der Händler als solches, und das steckt ja auch im ATM-Modell, der Trader ist ja nur exekutive ausführende Kraft, weil der Händler als solches an der Börse 200, 300, 400 Geschäfte am Tag macht, da ist dir die Richtung relativ egal. Vielleicht hast du mal Positionen, die du auf deinem Buch behältst, wo du eben auch an der P&L für die Firma arbeitest, aber im Wesentlichen geht es darum, die Kommission zu vereinnahmen, viele Geschäfte sauber zu exekutieren und nach der sogenannten Best Price Execution, also den besten Preis für den Kunden zu erzeugen und in deinem Skonto eben die Preise gut festzustellen. Der Großraum weniger zum Austausch, sondern eher in den Phasen um die Mittagszeit oder zum Abend, wo es auch mal ein bisschen langweiliger wird, weil eben weniger Orders reinfließen als jetzt im Fast Market. Sich mit den Kollegen mal auszutauschen und zu sagen, hey, was machst du heute Abend? Wo gehen wir noch ein Trinken? Was ist gerade so los in der Welt? Und da spricht man eher freundschaftlich miteinander oder fragt vielleicht auch mal, wie das Orderbuch zu lesen ist. Aber es ist weniger dieser ideologische, ja, strategische, langfristige Austausch, weil die meisten Orders sind innerhalb von 5 Sekunden bearbeitet. Und da ist man eben im Großraum eher beieinander, um eben sich auszutauschen, um nicht alleine davor zu sitzen und zu vereinsamen. Das ist das Großraum, was ich in Stuttgart an der Börse kennengelernt habe. Bei der Union Investment, meinem früheren Arbeitgeber der Fondsgesellschaft, habe ich in 2 Großraumbüros gesessen, weil die Union einmal umgezogen ist. Das erste war sehr angenehm. Da waren wir 30, 35 Kollegen, hatten auch relativ viel Platz, konnten sogar noch Tageslicht sehen, hatten Pflanzen. War ein sehr schönes Büro. Da war es eben so, dass man auch miteinander gesprochen hat, weniger zu den aktuellen Marktgegebenheiten, weil so ein Fast Market für einen Fondsmanager nicht ganz so relevant ist. Als Fondsmanager bist du ja auch kein klassischer Trader. Vielleicht hast du zwar mal Trading-Ambitionen in deinem Fonds, aber die machen nur ganz wenige Prozente aus von dem, was der Fonds eben insgesamt macht. So ist es ja auch in meiner Ausbildung mit der Pyramide. Unten das Fundament ist immer Investment und nur oben das Topping, das sind Trading-Ideen, die eben ein Stück weit weiter Trading auch das Fundament, ja, verbessern und vielleicht mal Zusatzerträge generieren. Aber es geht langfristig darum, von der Börse zu profitieren und nicht rein raus Applaus zu machen. Und wenn dich meine Ausbildung interessiert, guck gerne unter dem Video, melde dich für ein kostenloses Gespräch an und informiere dich doch mal, was dich da erwartet und ob es dich für deine Ziele weiterbringt. Und im Investment, im Fondsmanagement, wie gesagt, weniger Trading, sondern da hat man sich dann mehr ausgetauscht über zum Beispiel makroökonomische Faktoren, über das Research, was man gelesen hat. Und da war es auch anders, weil wenn du gerade 50 Seiten Goldman Sachs Research liest, und das haben wir teilweise wirklich regelmäßig getan, ist es blöd, wenn nebenan einer telefoniert oder wenn irgendwie 2 Kollegen ein Späßchen miteinander machen. Da war es schon relativ stark in der Ablenkung. Und wo wir dann umgezogen sind ins neue Großraumbüro, wo dann 100 Kollegen noch dichter beieinander sitzen, Stichwort Nahverdichtung, um natürlich auch vom Management gewollten engeren Austausch zu haben, fand ich es eher störend. Weil mich hat das abgelenkt, ich war kein Freund davon, ständig 3 Leute beim Telefonieren zu hören, Leute zu hören, die irgendwie gerade quatschen und dann gleichzeitig Research zu lesen. Ich bin auch schnell abgelenkt, deswegen habe ich dann immer Kopfhörer gehabt, die Noise Cancellation hatten, dann ging's. Aber ich war jetzt nie ein großer Freund vom Großraumbüro. Trotzdem, was sehr spannend war, gerade auch mit diesen 3 Erfahrungen, natürlich ist der Austausch wichtig. Und wenn du jetzt zum Beispiel ganz alleine zu Hause sitzt, such dir zumindest eine Skype-Gruppe oder vielleicht auch einen Zoom-Call, den du regelmäßig mit Menschen machst, weil im Trading vereinsamst du. Wenn du jetzt Händler bist und 300, 400 Trades am Tag machst, ich denke, das sind die wenigsten, aber selbst wenn es nur 2, 3 sind, dann ist es so, der Austausch tut dir gut. Es muss ja nicht immer unbedingt sein, um deine Meinung irgendwie zu bestätigen oder das Gegenteil davon zu hören. Es ist einfach nur das menschliche Miteinander.
So ist es bei mir in der Firma ja auch. Ich habe ja ganz bewusst mit dem Samuel zusammen die ASW Fintech gegründet. Alleine hätte ich das nie geschafft. Ohne den Samuel wäre ich nie so weit gekommen. Und da ist es eben auch der menschliche Austausch, das Miteinander, auch das sich motivieren. Und wenn es gut läuft, eben auch mal das gemeinsame Freuen. Und das würde ich dir auch im Trading raten. Und so ist es auch in den Fonds, so ist es im Großraum. Du bist miteinander, füreinander da. Du tauschst dich aus, natürlich nicht immer nur zu geschäftlichen Dingen, auch mal zu den privaten, aber du bist ja Mensch und wenn du in der entscheidenden Situation gut performst, ist es völlig okay. Und wenn du noch keine Trader-Community hast, such dir eine. Ich biete das im Rahmen der Ausbildung auch an. Es gibt aber auch öffentliche Foren. Nur achte darauf, ein Fondsmanager sitzt mit anderen Fondsmanagern zusammen. Ein Händler an der Börse in Stuttgart sitzt mit anderen Händlern zusammen. Ein erfolgreiches Unternehmen wie beim Samuel und mir beruht eben darauf, dass die richtigen Mindsets zusammenkommen. Wenn deine Trader-Community in der letzten Facebook-Gruppe ist oder in irgendeinem anderen Online-Portal, wo es nur darum geht, jeden schlechten Trade zu kommentieren und zu sagen, was für ein Idiot du bist, weil du gerade einen Drawdown hast, dann ist es für dein Mindset auch nicht hilfreich. Deswegen such dir eine Gruppe, die dich fördert, die dich auch fordert, wo du die Menschen am besten auch persönlich kennst. Ich persönlich sage, so ein Umfeld von 3 bis 5 Menschen, das ist ja auch die Mastermind-Idee, ist optimal, die solltest du im Trading haben. Im Großraum hast du natürlich mehr, das ist nicht immer optimal, weil die Kontakte nicht so eng sind und dadurch eben vielleicht auch Ablenkungen stattfinden, aber so ein Büro mit 3, 4 Leuten, die eben konzentriert an etwas arbeiten, finde ich persönlich optimal. Also Großraum war nichts für mich, ich hatte diese Noise Cancellation Kopfhörer, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du im Einzelbüro sitzt oder mit mehreren Leuten zusammen. Im Asset Management wird großen Wert drauf gelegt, dass man sich austauscht, dass man kommuniziert. Im Trading kann ich das verstehen, wenn ich langfristige strategische Entscheidungen als Investor treffe, lenkt es auch viel ab. Also ich würde als Manager sowas nicht machen, aber das ist der gangbare Weg, gerade in Frankfurt, weil man ja auch eng zusammensitzt, das einfach Kosten spart. Wenn du die gute Situation hast als Privatier oder als Trader, rate ich dir vielleicht mit 3, 4 Leuten zusammen eine Bürogemeinschaft für dein Investment und Trading zu gründen oder vielleicht eben einfach über Skype oder die sozialen Medien mit den richtigen Leuten dich auszutauschen. Und ich möchte am Ende nochmal betonen vom Video, wie wichtig es ist, die richtigen Leute im Umfeld zu haben, in seiner Community zu haben, in seinem Kopf zu haben, weil du kennst es vielleicht, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Und im Trading ist das auch extrem wichtig und wertvoll. Deswegen achte darauf, mit wem du dich umgibst, welche Informationen du bewusst ausblendest und welche Informationen du bewusst reinnimmst. Gerade im institutionellen Asset Management ist das auch entscheidend. Du wirst eben nicht irgendwelche Gazetten lesen, sondern du sprichst mit den Strategen und Analysten von den großen Investmentbanken und du sprichst eben auf einer entsprechenden Ebene auch über die Dinge, was der Analyse eine gewisse Tiefe gibt. Und das solltest du auch, wenn du eben gute Erträge erzielen willst. Austausch ist wichtig, aber auch die Ruhephase am besten ist, wenn du wechseln kannst. Und das sind die Kommentare zu, ist ein Großraumbüro nötig für Trading? Sicher nicht. Ist es hilfreich für den einen? Ja, für mich persönlich eher nein. Aber eine Community ist wichtig. Und wenn du auch Fragen hast, lade ich dich ein, jeden Freitag um 5 deine Frage gestellt. Das Format gibt es so lange, wie Fragen da sind. Momentan haben wir noch einige Fragen an Bord, aber es dürfen gern noch mehr sein. Gern den Daumen nach oben und die Fragen nach unten. Und dann kann ich vielleicht als ehemaliger Fondsmanager, als Trader, als Privatier auch deine Frage beantworten und dir damit hoffentlich hier bei YouTube einen guten Mehrwert geben.